Ich befinde mich jetzt ja bei Charles in der Nähe von seinem Vorposten, wo ich da glaube ich gleich hin musste. Ich habe übrigens noch zwei Fertigkeiten, die ich noch schnell bearbeiten will. Hier oben war auch schon alles voll, ne? Yes, Baby. So, 460er Stärke. Aber den Zweig erstmal fertig, dann noch vier und dann sind wir auch schon wieder Maximum, würde ich sagen, ne? In diesem Sinne in das Bildchen rein, Vollbild natürlich. So, und zwar zuletzt war ja hier so gesehen der Verrat von Charles uns mir gegenüber, was die Geschichte mit seiner Frau angeht. Wollen jetzt, ach, hier sollen wir hin. Was ist denn da der Kürzere? Der hier, ne? Da muss ich hin. Oder da gehe ich jetzt hin, ist glaube ich der kürzere, weil dann kann ich runter und dann über Land reiten. Wir waren jetzt auf dem Weg zum Vorposten. Oh, Paris! Der ist ja so schön genannt wird. Oh, und schon sind wir anstatt knapp 2 Kilometer nur noch 300 Meter und ein paar zerquetschte. Okay, 500 Meter entfernt. So, das Bruderschaftshaus, das habe ich ja schon geklärt. Ich sehe es. Da bin ich ja gleich da. Ich bin mal der Verrat von Charles war ja natürlich echt ein kleiner Witz, ne? So ungefähr. Welches Festmahl? Langschiffe am Ufer. So schön wie Schwäne. Eher wie Wölfe, die zum Angriff ansetzen. Ja, dies ist kein Raubzug. Wenn wir hinter diesen Mauern sind, was passiert dann, Eivor? Du hast schon oft gekämpft, geblutet, getötet. Ja, aber da sind Kinder in der Stadt. Sie können nicht fliehen. Wenn der Wind richtig steht, kann ich sie rufen und spielen hören. Es muss kein Gemetzel geben. Vielleicht bringen wir die Franken doch noch zur Aufgabe, obwohl ich mich frage, wie. Das musst du Siegfried sagen. Mir was sagen? Wir sind hier. Sie sehen unsere Stärke. Lassen wir sie ihr Silber aufgeben, die Verträge unterzeichnen. Und wir segeln heim. Das ist ein guter Weg zu Ruhm und Reichtum. Graf Odo führt die Franken in Paris an, ja? Ja, er verteidigt die Stadt und schart andere Edelleute um sich. Ich kann mit diesem Odo reden. Genug geredet. Der Erhabene sagt, es ist besser zu leben als zu sterben. Denn Tote bestellen keine Felder. Du hältst mir die Worte des Allvaters vor? Ich brenne Paris nieder, mit dir oder ohne dich. Du hast schon genug Tane verloren. Willst du eine Einöde regieren? Ah, da hat er nicht Unrecht. Na gut, schwatze Graf Odo sein Silber ab, wenn du das vermagst. Das werde ich. Toka, wo ist dieser Odo? Du könntest in Pont de Serra seine Spur aufnehmen. Aber halte dich bedeckt. Das ist Feindesland. Und Eivor, dieser Odo ist kein Grashalm. Er biegt sich nicht im Wind. Ah, Siegfried. Siegfried hat Laune, würde ich mal behaupten. So, erkunde Port
von Theresa, um Hinweise auf Graf Odos Aufenthaltsort zu finden. Da werde ich mal mein Möglichstes tun, ne? Ich schnappe mir drei Parissaffel. Naja. Wir wissen ja, dass du gierig bist. Aber warum drei? Eine für mich, eine für mein Pferd und eine für meine Axt. Aha. Ja! So, da sollen wir jetzt hinreisen. Und uns einen Überblick verschaffen. Oh, brav. Oh, du. Wir werden sofort angreifen. Ne, da müssen wir aber nicht hin. Das muss die Feste sein, die Tucker erwähnte. Bleib weg. Ich brauche Hinweise zu Udos Verbleib. Kriegen wir hin. So. Da ist mal den ausgeschaltet. Erstmal jetzt die erledigt, ausnahmsweise mal nur mit Pfeilen. Achtet auf hinten. Wo schießen die denn? Auch. Bin gerade ganz gut dabei mit Pfeilen, hätte ich mal gesagt, aber irgendwie glaube ich das noch nicht. So, dann lesen wir das Ganze mal. Räumungsbefehl. Auf Befehl der Wache sind diese Räumlichkeiten nun unter unserer Verantwortung. Die jetzigen Bewohner und Arbeiter werden aufgefordert, das Gebäude zu verlassen, sobald sie... Der Rest des Briefes wurde durchgestrichen und mutwillig beschädigt. Jemand hat unten eine Notiz hinzugefügt. Erde, Bastarde, das ist das Werk des Gouverneurs und all dieser Schlangen, die sich um seinen fetten Geldbeutel binden. Dieser verdammte Schatz und sein Heer, sie nehmen uns alles, was wir haben. So, dann haben wir doch jetzt erstmal hier... Erstmal ein Opal, eine schöne Truhe. Kommen wir eigentlich da so hoch? Der nächste. Blute du.
Jetzt drehen sie auf, wa? Alter, Bübsch. Noch einer. Komm. Du bist feige und gleich tot. Schön auf das Ende erzielen, aber... Ja, nee, von hier. Okay, es klappt nicht hundertprozentig, aber besser als ich wollte. So, ich bin mal ganz kurz AFK auf gut Deutsch. So, wieder da. Ganz kurze Pause mal machen müssen. Ungewollterweise. Vier Pfeile. Ach, den habe ich sogar erwischt. Das Teil. So, und hier sind scheinbar Hinweise. So, Graf Odos Tagebuch. Gräfin Theodorade begrüßt alle unsere Gäste aus den fernen Gebieten des Reiches. Meine Gattin ist eine ausgezeichnete Gastgeberin. So Gott will, werden unsere Gäste Vernunft annehmen und Waffen schicken, um Paris zu verteidigen. Wir müssen zusammenhalten, sonst werden uns die heidnischen Horden einen nach den anderen zerfleischen. Doch ich fürchte, der Einfluss von Schalts Zurückhaltung in Angesicht dieser ungezügelten Grausamkeiten wird diese fernen Herren davon abhalten, uns ihre Schwerter anzubieten. Dass ich einen solchen Feigling als Lehnsherrn habe, stellt meine Geduld und meine Seele auf eine harte Probe. Ich muss meinen Zorn beherrschen und beten, dass Gott dem König die Weisheit und den Mut gibt, das Reich gegen die Läuten der Totenglocke zu einen. Odo, Graf von Paris. So. Da ich ja dahin muss, überlege ich. Was ist denn hier? Was ist denn hier für ein. Okay, da sind haufenweise mal wieder Ratten. So, Rationierungsbefehl an die Verteidiger von Paris. Die Einwohner von Paris und dem Umland vertrauen darauf, dass wir diese Stadt verteidigen. Und wir werden sie verteidigen. Zu diesem Zweck haben uns die Menschen Getreide und Gemüse gegeben. Mehr als genug, um uns durch den Winter zu bringen. Dafür sind wir dankbar. Nehmt nur, was ihr unbedingt braucht. Und teilt den Rest mit den Kranken, den Armen und den Verwundeten. Wir müssen alle zusammenstehen, vereint unter Gott, gegen die heidnischen Horden. Im Namen der Nächstenliebe, Graf Odo von Paris. So, die Nahrung ist voll. So, ich mag da gerade gar nicht hingehen, weil die mich ja platt machen, ne? Gefühlt. Hey, komm her hier. Also. Da hoch. Tick, 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 tick.
Dann gehen wir nochmal schnell hier hoch, weil sie irgendwo noch nämlich Pfeile sind. Weil die, wie gesagt, die brauche ich, da hilft nichts. Schnell hin. Einfach schnell kurz nochmal nachgucken wie dem Looten, ne? Ist eigentlich unmöglich sowas so zu machen, aber zumindest noch einen weiteren Opal. So, den Schlüssel haben wir ja. Den haben wir ja gleich zum Anfang bekommen. So. Jetzt können wir erstmal hier räubern wieder ohne Ende. Dann haben wir einen Clou, und zwar die blutige Sense. Oh, hier haben wir auch noch Pfeile, sehr gut. Und wir haben einen Brief zum Lesen. Und wo sollte auf seinem Landsitz sein? Dem mit den roten Blumen. So, ein eleganter Brief, liebster Odo. Unsere Gäste erreichen das Haus der roten Blüten. Ein paar verirrten sich und landeten südlich von Paris, statt nördlich. Ich habe Boten zu ihnen entsandt, um ihnen zu sagen, dass sie nur nach unseren großen Feldern mit dem prächtigen roten Mond Ausschau halten sollen. Spute dich, mein Lieber. Unsere Gäste sind begierig, mit dir über den Krieg zu sprechen. Während sie warten, probieren sie unseren kostbaren Würzwein. Deine treue Gemahlin Theoderade. So. Dann gucken wir mal auf die Karte. Und dann ist er hier, ne? Jetzt ist natürlich wieder so die Frage, was sinnvoller ist. Von hier nach da oder von da nach da? Achso, ja, Entschuldigung, wir sind ja im Sperrgebiet, wie ich das immer so schön nenne. Kurz auf die Karte, dann müsst ihr hier. Irgendwo einen Weg rüber gehen, ne? Richtig, so. Und jetzt. Irgendwo da vorne sollte es sein. Oh, ein Eichhörnchen. Karte. Da einfach geradezu. Hier folgt nicht davor ohne Piebel, ne? Dieser Weg wird gut bewacht. Ich sollte einen anderen finden. Oh. Oh. Wegen der bevorstehenden Belagerung, ja? Wir können nicht noch mehr hungrige Mäuler aufnehmen. Ich muss mich in Acht nehmen. Ja, ich mich auch. Also ich muss ja mal sagen, ne, die Hütte ist aber wirklich ganz gut bewacht hier, ne? Und die stehen ja an Positionen. Auf zu Odos Landsitz mit den roten Blumen. Hallo? Darüber.
Der Eingang bei den Eltern mit den roten Blumen. Sehr gut. Bin ich mal gespannt.